seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zu Folge Nummer 11 hier im schönsten Teldrassil an diesem leuchtenden Baum, wo wir eben die nächste leuchtende Frucht gesammelt haben. Und jetzt wollte ich ja diese ramponierte Truhe mein eigen nennen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen tricky werden, da die casten können und abhauen beim Sterben. Aber ich versuche es mal. Ich gebe mein Bestes. Und anders als beim meinem anderen Let's Play von Retail WoW. Ich habe eine kleine Idee. Dafür muss der erstmal weg. Ja, übersteigt jetzt so langsam auch die Folgenzahl das Level. Das hat ja damals, wo ich mein anderes Let's Play angefangen habe mit World of Warcraft, ziemlich lange gedauert, weil man ja in Relation gesehen, vor allem auch mit Erbstücken, wesentlich schneller levelt. Und da hat es ganz schön gedauert, bis die Folgenzahl von meinem Let's Play die Levelzahl eingeholt hat. Aber jetzt haben wir Gleichstufe 12. Natürlich, ich bekomme gleich ein Level ab. Aber eben auch schon Folge 11 und Stufe 11. Das gleicht sich jetzt natürlich im Moment. Ich will mal so ein bisschen hier meine Rüstung erhöhen. So, jetzt wollte ich hier nämlich einmal mit meinem Wurfmesser ihn herholen. Dann kommt er nämlich alleine. Oder sie sind ja Weibchen, wollte ich schon sagen. Und dann let's fetz. Brauche ich in dem Prinzip noch den anderen. Und den links und rechts wahrscheinlich beide, weil das Looten an sich erhöht die Aggro. So gefühlt. Weil manchmal denkt man nach, hier ist doch gar keiner in der Nähe, dann macht man die Kiste auf. Ja, und dann hat man doch schon einen an der Backe. Weil der sich sagt, das ist meine Kiste. Es ist unmöglich, dass die einen so schnell aufdecken hier. Aber okay. So, hält er sich jetzt? Nein. Sehr gut. So, Gürtel Nummer 3 von 6. Dann mache ich jetzt noch die Windhexe. Dann sollte das doch reichen, um die Kiste zu looten. Dann schleichen wir uns Richtung Begleitquest. Naja, natürlich. Greife ich dann da auch noch an. So, komm, stirb. Jetzt wünschte ich mir, dass meine Kombo-Punkte übertragbar wären. Ah, das wird nichts. Macht das Ding einen riesen Schaden. Überlebe ich das? Nein. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der so viel Schaden macht. Andere Richtung. Da lang. Ja, schade. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass seine komischen Cast-Zorn-Bälle da wirklich so doll reinhauen. Aber deswegen wollte ich sie auch eigentlich alle einzeln machen. Das war jetzt so ein bisschen Pech, dass er sich doch angesprochen gefühlt hat. Von der Akku-Range. Meinerseits. Aber gut, okay. Wie gesagt, das gehört nun mal dazu. Das habe ich ja schon öfters erwähnt. Das Sterben in WoW Classic gehört einfach dazu. Vor allem, wenn man weitestgehend alleine questet. Also ich kann es nur empfehlen, Klassik macht nochmal so viel um das Doppelte, Dreifache, was weiß ich, wie vielfache. Macht das nochmal so viel Spaß, wenn ihr mindestens zu zweit oder zu dritt sogar mit euren Freunden anfangt zu leveln und zu questen von Level 1 bis 60 an. Also das kann ich jedem nur herzens ans Herz legen. Wenn ihr Classic spielt, guckt, ob ihr es vielleicht zusammen mit irgendwelchen Freunden von euch spielen könnt. Es macht so viel mehr Spaß. Es dauert zwar natürlich alles ein bisschen länger, weil man gewisse Sachen halt dann dreifach, doppelt und dreifach halt sammeln muss, weil jeder das ja nun mal braucht von den Sammelquests. Aber es macht so viel mehr Spaß und ihr müsst es auch nicht unterteilen, dass einer Tank macht, einer Heiler, einer Schaden. Das spielt einfach das, wo ihr meint, die Klasse macht mir am meisten Spaß. Aber ich kann euch das immer nur wärmstens ans Herz legen, WoW Classic als Gruppe zu spielen.
weil das hebt nochmal World of Warcraft auf eine ganz andere Ebene. Man erlebt da so viele kuriose, witzige Dinge als Gruppe. Man kann natürlich viel besser questen. Jetzt hier in dem Fall zum Beispiel. Man kann mehrere Mobs gleichzeitig machen. Also das kann ich euch nur empfehlen. Aber die Vitex-Hexe scheint. Nee, stimmt ja gar nicht. Doch, die ist gestorben. Aber ich habe mich an der Matriarchin hier so abgequält. Wollte gerade sagen. Die ist doch gar nicht gestorben. So. Jetzt von hinten pieksen und hoffen, dass das Vieh nicht so viel ausweicht. Sich natürlich heilt, sondern wir machen mal 5 Formpunkte drauf und gucken, was passiert. Ah, das sieht ganz gut aus. So. Ach, komm schon. Dankeschön. So, schnell looten. Dann warte ich erstmal darauf, dass mein Leben wieder voll ist, bevor ich die Kiste aufmache. Oh, Kampfkettenhandschuhe. Auch nicht schlecht. Müssen wir nochmal 2 Leinenstoff herstellen und dann mal hoffen, dass die Kiste randvoll gefüllt ist und mit bisschen Glück kann da auch ein Beutel drin sein. So, dann gucken wir doch mal die ramponierte Truhe. Unsere allererste Truhe, die wild in der Welt rumsteht. Ja, schade. Ein Malachit und Kupfererz. Leider nichts, was wir in dem Sinne gebrauchen können. Und das lohnt sich auch jetzt nicht unbedingt, das ins Auktionshaus zu stellen. So, jetzt suche ich mir erstmal das Begleitquest. Das war hier irgendwo hier drüben. Muss das doch gewesen sein. Ich glaube, da oben auf dem Berg. Ja, unser Vorteil, dass ich mich dahin schleichen kann. So, nicht in die Spinne reinrennen. Aber die ist schneller als ich. Hat auch mehr Beine. So, und hier hinten, wenn ich denn den Berg hochkomme, ich komme da wirklich nicht hoch. Ich muss da außen rum gehen. So, sehe ich denn schon was? Da hinten, da ist es. Habe ich doch recht. Also, ich muss jetzt hier wirklich leider alle wegmachen. Hilft nichts. Ich hoffe, dass die Spinne jetzt nicht angedackelt kommt. Oh Gott, die kann, wie heißt das Zeug? Windzorn oder sowas? Stufe 12. Talentpunkt nicht vergessen. Jetzt muss ich mal immer gucken. Ausweichchance, das nicht. Täuschung wollte ich eh eigentlich nicht reingehen. Erhöht den Effekt. Ja, das wäre gut, nachdem ein Gegner. Achso, das. Oh, der Crit. Braucht er ja sowieso 5 Punkte. Gott, ich mache erstmal ausweiden. Sag, ich muss da echt nochmal reingucken in den Guide. Welche Punkte ich am besten wo verteile. Ich wollte ja eigentlich Schwertschocke sein. Aber das mache ich mal beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich habe noch nicht viele Talente verteilt. Am Anfang, die ersten 5 Punkte sind eigentlich ja nicht ganz so wichtig, wo man sie reintut. Es sei denn, man möchte den 6. Punkt gleich in die zweite Reihe stecken. Weil dafür braucht man halt 5 Punkte in den oberen Talenten, in dem jeweiligen Baum. Aber noch kümmert mich das erstmal jetzt nicht wenig. Aber das Ausweiden 5% mehr Schaden macht, das ist schon mal nicht schlecht. Und wichtig ist, dass jetzt nicht mehrere angeschissen kommen. Weil 2 von denen ist schon. Also da habe ich kaum eine Chance, 2 von denen zu machen. Das ist echt schon heftig, weil Stufe 11, Stufe 19. Das ist schon nicht ohne, auch wenn wir jetzt schon Stufe 12 sind. Also die Windhexen sind ein bisschen leichter.
zum Glück nicht gesehen. So, einmal den. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil ich weiß nicht, wie hoch die Respawn-Rate hier ist bei den Viechern. Umso weniger Mobs muss ich machen beim Begleiten. Denn Nebel ist von der Questgeberin, die uns das mit den Blutfedergöttin gegeben hat, quasi das Pet. Oder verwandelte Druide, was weiß ich, kann ja heutzutage alles möglich sein. Jetzt haut doch nicht ab! Meine Güte. Aber dieses, wie heißt das überhaupt? Windstoß heißt es. Ist ja eigentlich vom Schaman. So, Glück gehabt, weggekrittet. Oh, was gibt's hier noch alles? Wow, 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 wow. Eine Vorfahrenrobe. Die könnte man fast schon als Auktionshaus stellen, aber... Auktionshaus unter Nassus? Ich weiß es nicht. Muss ich selber laufen oder... Ja, ich muss selber laufen, alles klar. Ich dachte, der läuft voran und dann holler die Waldfee, aber nee, ich muss selber laufen. Gut, also man hat 9 Minuten Zeit, Nebel zurückzubringen. Einmal hier zur Lichtung des Orakels, quasi immer geradeaus. Und die einzige Schwierigkeit ist halt, diese Mobs dort vorher wegzumachen. Einziger Nachteil jetzt gerade, ich brauche noch einen Blutfedergürtel, also muss ich wieder zurückrennen. Und ich hoffe mal, dass die Spinne mich jetzt hier in Ruhe lässt. Sieht ganz gut aus. Achso, ich renne schon wieder zu weit. Ich muss hier kurz abbiegen. Wollte jetzt noch weiter rennen. Gut, also, das war doch einfacher als gedacht. Ich dachte, da sind noch mehr Mobs oder so. Aber es ging doch eigentlich ganz gut. So, bitteschön. Hier ist dein Pet. Nebel, ich fürchte, ich würde euch niemals wiedersehen. Ja, mir geht es gut. Sorgt euch nicht um mich. Ihr müsst ruhen und euch erholen. Deswegen haut er gleich wieder ab. So, ich bekomme einmal einen Umhang. Ja, ist jetzt eigentlich Quatsch, weil von der anderen Quest bekomme ich auch einen Umhang. Dann nehme ich das Schild und verkaufe das. So, jetzt muss ich noch diesen einen Blutfedergürtel sammeln. Ach ja, oh, Entschuldigung. Ich darf nicht vergessen, die Fiole zu sammeln. Das hätte ich jetzt fast verplant und wäre jetzt wieder zurückgerannt. Gut, dass ich mir da gerade noch augenscheinlich in die Quest gucke. Ich muss ja noch die Fiole füllen. Und zwar an diesem Mondbrunnen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. So, also. Ein Blutfedergürtel. Dann geben wir das Quest ab bei ihr. Und porten uns nach Dolana. Da wir dort die Fiole abgeben müssen und... den, der jetzt hier nicht markiert ist. Die leuchtende Frucht Nummer 2. Ah, natürlich! Kommen beide. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah, 3. Scheiße. Warum können die Feuerbälle? Kacke, schnell weg. Der hätte die Happy ja doch wenigstens den Gürtel haben können. Wenn ich schon abhauen muss. Aber irgendwie nö. Das war jetzt so überhaupt nicht geplant, aber gut. Das hat ja den Nachteil, wenn die Mobs so dicht aneinander stehen, dass sie sich gegenseitig pullen, wenn man halt an der falschen Stelle steht. Und da die sich halt auch noch gewisserweise bewegen, kann das nun mal passieren. Hier auch irgendwo fliegt hier auch übrigens ein Rehmob rum. Aber hier, an dieser Flanke hier links vom Weg ist auch irgendwo ein Rehmob. Ach, das war, ist sogar Frau Rehmob. Scheiße. Deswegen. Gut, oh Gott, ja, schaffe ich das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich schaffe es, ich schaffe es. Unser erster Rehmob. Meine Güte, da wollte ich euch gerade davon erzählen, dass es hier einen Rehmob gibt, der immer hier hoch und runter fliegt. Und das ist der Rehmob. Fury Shelda. So, jetzt
unter dieser ganzen Verwirrung muss ich einmal noch bitte zwei Leinenverbände machen. Und dann die Räuber bluten. Es gab leider nur Kettenstiefel und noch ein Rundschild. Gott, gibt das viel Silber gleich beim Händler. Das Inventar ist nämlich rappelvoll. Die Robe werde ich... Ich habe so schlechte Erinnerungslücken und so, ob es jetzt... Eigentlich gab es früher kein Auktionshaus in der Nassus. Aber ich war der Meinung, dass das hier schon existiert, in dieser Classic-Version. Muss ich nachher mal drauf achten, weil ich würde gerne die Robe ins Auktionshaus stellen. Da die natürlich beim Anliegen gebunden ist. So, jetzt bekommen wir das regengefleckte Cape. Lebt wohl. Und legen das an. Hat drei Rüstung mehr. Ich nur Allah. So, ihr bringt dem Erzdruiden Fendril Steckhelm in der Nassus den Bericht des Orakelbaums. Dann sind wir hier am Baum des Orakels fertig. Wir haben die ganze Karte aufgedeckt. Gibt leider noch keinen Erfolg. Die kam ja erst mit Rise of the Lich King ins Spiel. Die Erfolge. So, da wären wir wieder in Dolanar. Und geben erst einmal die Fiole ab. Und dann muss ich nochmal hoch mein Inventar leeren. Und zum Schockenlehrer. Was führt euch hierher? So, bringt dem Erzdruiden das gefüllte Gefäß. Dafür bekommen wir nämlich einen Bogen. Das war doch gut geplant. Den werde ich dann nämlich auch anlegen. Ach, komm schon. Immer diese Berge hier. So. Gibt es was auf Stufe 12? Oh ja. Meucheln ist ja, das brauche ich auf jeden Fall. Ja, ob Tritt schon wichtig ist, weiß ich nicht. Das unterbricht halt ein Ziel. Die Zauber beim Ziel. Kostet das irgendwie... Oh, es kostet 25 Energie. Zerhäckseln. Ich nehme Tritt, aber... Oh, parieren. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Wenn man nicht parieren kann, hat man schon ein bisschen die Arschkarte. Parierend landet das eigentlich hier drin, in den Fertigkeiten. Irgendwie nicht. Aber ich kann es jetzt. Ist passiv, dann muss es hier drin landen. Da, parieren. Verleiht die Möglichkeit, Nahkampfangriffe des Feindes zu parieren. So, Meucheln Rang 2. Hat er automatisch aktualisiert. Ja, das ist auch schon anders. Damals hatte man alle Ränge einzeln stehen im Buch. Deswegen hat das Buch in der Theorie ganz viele Seiten. Hier ist es schon so in WoW Classic in unserer Version, die jetzt Blizzard ja veröffentlicht hat, dass das schon, ja, so einzeln steht. Also Rang 2, du kannst auch nicht Rang 1 ausrüsten. Normalerweise kann man das, oder konnte man das damals, weil man gesagt hat, ein kleinerer Rang macht dementsprechend weniger Aggro. So, ich nehme Tritt auf jeden Fall trotzdem mit. Leg mir das hier auf die Leiste. Da, wo ich am besten schnell hinkomme. Mal da. Ne, da vergesse ich das. So, den Rest lernen wir aber nicht. Auch mangels Silber. Also Spritten kann noch drin bleiben und Zerhäckseln auch. Das benötigen wir erstmal noch nicht. Gut, dann, ja, geht's ans Verkaufen. Ich bin ganz ruhig. Der kann weg, der kann weg. Das ist Quest-Item, Quest-Item. Das kann weg, das kann weg. Der auch, Quest-Item, verdorbene Lederfetzen. Behalte ich mal. Je höher ich natürlich in der Kirschnerei komme, desto seltener ist es, dass ich verdorbene Lederfetzen sammle. Aber es kann ja immer noch sein, dass ich trotzdem noch welche bekomme. Deswegen behalte ich den mal hier. Malachit und Kupfer, das stelle ich jetzt nicht ins Auktionshaus. Das lohnt sich einfach nicht. Bin ich der Meinung, wenn es jetzt doch so ist, dann habe ich Pech. Aber ich mache es erst einmal nicht. So, ach, die Äpfel können auch weg. Die machen zu wenig, ja, die füllen zu wenig Leben auf. Da muss ich mir was Neues mal kaufen beim nächsten Mal in, an der Dunkelküste aber erst. So, dann jetzt der weite Weg zu unserem werten Herren Denalan. Ich vergesse immer wieder seinen Namen.
Und dann sind wir schon fertig mit dem Startgebiet und dann ist die nächste Folge auch vorerst wahrscheinlich die letzte Folge hier in WoW Classic, denn ich habe ja den Plan gehabt, euch das Startgebiet zu zeigen, aufzunehmen, hochzuladen auf meinem Let's Play-Kanal und ja, dann geht es erst einmal weiter mit meinem anderen WoW Let's Play. Dort bin ich ja ganz frisch in Draenor gelandet. Aber ich wollte hier unbedingt das Startgebiet zu Ende bringen, die ersten Level machen. Ja, Stufe 12, Stufe 13 werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Und uns, ja, mir selber natürlich auch wieder in Erinnerung rufen. Aber auch euch das Klassikgefühl rüberzubringen und das Startgebiet der Nachtelfen zu zeigen. Und was ein Schurke so alles Elun sei mit euch. Kann, können, sollte oder was ich nicht kann und einfach nur, naja, verkacke auf Deutsch gesagt. Ich bin auch nicht der perfekte, beste Pro-Oberspieler, aber das möchte ich auch gar nicht sein. Ich habe Spaß an der Sache. Passiert hier noch was? Ja, ich kann sprießende Wedel sammeln. Mal gucken. Vielleicht haben die einen Verkaufspreis. Aber das zählt als Quest. Ach, jetzt sammeln gleich alle drei. Euer Ziel, heilen. Okay, alles klar. So, gut. Nochmal kurz die Quest durchschauen. Die Tumore, das war doch auch in Danassus. Ja, richtig. Fendril Steckhelm. Und siehst hier den Uralten. Das ist mein Schurkenquest. Ja, dann würde ich mal sagen, wir wandern jetzt nach Danassus und geben unsere Quests ab. Und dann ist die Folge leider auch schon vorbei, denn wird die nächste Folge, ja, die Folge, in der wir Teldrassil endlich verlassen dürfen. Nebenbei noch Angeln lernen zum Beispiel. Das können wir nämlich hier unten in Husteran, was wir noch nicht sehen auf der Karte. Ich muss jetzt erstmal wieder zum Weg zurück, bevor ich hier querfeld einlaufe. Ja, kann ich hier noch irgendwas? Nö, das kann ich dort machen. Optionshaus gucke ich mal offscreen. Das würde jetzt, muss ich da jetzt nicht unbedingt hinrennen. Das ist hier unten irgendwo. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Aber ich war der Meinung, dass die hier in WoW Classic, da das ja auf Version 7.3 basiert, dass sich das hier schon gibt. Wie gesagt, die Ränge standen ja damals auch schon alle einzeln drin, also Rang 1, Finsterer Stoß war mit aufgeführt, Meuchelrang 1 war mit aufgeführt, etc. etc. Ja, ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass es eine Option gibt, dass man das wieder so machen kann. Aber leider ist das nicht der Fall. Wie gesagt, man hatte das halt damit so gemacht, dass man einen niedrigeren Rang ausgerüstet hat, zum Beispiel in Raids, in Golden Core oder so. Weil die halt angeblich weniger Aggro machen. Aber gut, die Zeit ist wohl längst vergangen, dass man das eben nicht mehr so macht oder machen darf. Aber okay, wir nehmen das mal so hin. Und ich muss jetzt wieder irgendwas... Oh, wartet mal, Leute. Es sind 4 Nachtsäbler in einer Reihe und ich brauche leider das Leder. Und da die ja alle Stufe 6 oder 5 haben, ziehe ich ihnen mal schnell das Fell über die Ohren. Ich bin nämlich erst bei Stufe 30. Das ist noch nicht sehr viel. Und noch habe ich die einfachen Dinge, die ich herstellen kann. Na, okay. Hat funktioniert, Autoloot. So, der nächste. Ja, ach. Ich habe so schöne Erinnerungen an dieses Stadtgebiet, ne? Wie gesagt, ich kann das alles euch gar nicht erzählen. Da würde die Folge hier 3 Stunden gehen. Wie oft ich hier gelevelt habe. Alle möglichen Klassen, die es gibt. Nach der Krieger, Schurke. Ja, Magier natürlich nicht. Gab's früher nicht, aber es wurde ja dann eingeführt. Aber nach der Magier ist echt nicht so mein Fall. Gott, was hatte ich noch? Jäger, Schurke, Krieger, nach der Krieger. Nachtelf-Druide natürlich. Ja, eigentlich so alles querbeet. Nachtelf-Priester war eine geile Zeit. Von 1 bis 60. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in den letzten 10 Folgen.
Ich habe den Priester ja komplett auf Holy gespielt. Von Level 1 an bis Level 60. Hat richtig geil Spaß gemacht damals. Aber es geht auch nur, wenn man dementsprechend aktive, sag ich mal so, aktive Gilde hat. Und die hatte ich. Und das hat so viel Spaß gemacht. Der Server war gut besucht. Man hat Random-Gruppen gefunden, die echt klasse waren. Ich bieg nochmal ab zum Lehrer. Ich habe ja jetzt Lederverarbeitung Stufe 30. Kirschnerei 40. Seid gegrüßt. Okay, Kirschnerei 50, genau. Dann gibt's den Gesellen. Hallo. Aber hast du noch was? Ja, hast du. Munitionsbeutel brauche ich nicht. Lederköcher brauche ich auch nicht. Lebt wohl. Ich bin kein Jäger. Weil der Jäger braucht die Köcher. Das ist der vierte, beziehungsweise der fünfte Taschenplatz, der belegt wird. Vom Köcher. Ich möchte ja gerne einen Bogen haben. Dann bräuchte ich den auch. Aber es reicht, wenn ich den Bogen ausrüste und die Werte abgreife. Ich muss damit ja nicht schießen können. Das wäre nur zu viel des Guten. Weil, wie gesagt, um mit dem Bogen schießen zu können, braucht man Munition. Und, die kann man natürlich auch in die normale Tasche legen, aber es gibt halt auch den Köcher, wo die reingehört. Aber den benötige ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich möchte gerne einen Bogen haben. Möglichst natürlich mit der Wirklichkeit drauf, aber ja. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass ich mit dem Bogen auch, schießen muss. So, auf zu den letzten Rest hier. Die letzten Minuten der Folge heißt Quest abgeben. Und viel Fußmarsch. Ja, es brennen doch schon wieder hier so gefühlt die Füße und die Fußsohlen. Von dem ganzen Laufen. Oh, ein Quest. Oh, bitte lass mich nicht dahin, wo ich irgendwie nicht hin muss. Was führt euch hierher? Nessa Shadow Song. Wo bist du denn schon wieder? Ah. Vielen Dank für die Quest. Leiten. Ja, Quests in den Hauptstädten verstecken ist auch nicht gerade so meins. Wer auf die Idee gekommen ist, gehört auch mal eine links und rechts und so. Ins Gesicht. Vor allem Sturmwind und Eisenschmiede. Oh, da vorne läuft was höherleveligeres. Meine Güte, komisches Wort. Höherstufiges kann man auch sagen. Ein Zwergpriester. Ja, Zwergpriester spielt man ja... oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. War das die erhöhte Willenskraft? Weil man den dann auf Disziplin spielt, den Zwergpriester. Gott, Stufe 31. Und hier steht ein 60er. Wie cool. Ein Priester Stufe 60. Sieht auch sehr zusammengewürfelt aus, was du da anhast. Aber gut, so komisch sahen wir alle damals aus. So, oh, hier hat jemand ein Reittier. Stufe 55, Gnomschurke. Ja, was ich noch damals, ne? Diese letzten Level, ne? Oh, was man sich da teilweise gequält hat und nur noch gegrindet hat. Weil es einfach nicht ausreichend Quests gab. So, oh, ich bekomme sogar ein Stutzmesser dafür. Cool. So, das hier. Oh, nö, ne? Er schickt mich wirklich mit diesen Tumoren zurück nach Denalan. Zu Denalan. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Achso, Fendril, ist glaube ich da oben. Wir gehen erstmal zu ihm, bevor wir zum Schurkenlehrer gehen. So, was gibt's hier Schönes denn? Reagenzien, Druidenlehrer. Ey, aber er schickt uns wirklich zu Denalan zurück, ne? Das kann nicht wahr sein. Druidenlehrer? Da ist er. Der Oberhauptdruide. Der Lande versteht unser Volk nicht zu führen. Ja, du bist aber schlecht drauf. Irgendwie mag er Tyrande nicht. So. Bringt Fendris nahezu Onu in den Hain der Uralten. Ach genau, das war ja soweit seine Folgequest. Was habe ich jetzt bekommen? Ach, den Bogen wollte ich doch anlegen. Zack.
Jetzt kann ich nämlich den Bogen rausholen. Ist nur ein kleiner, schicker Bogen, aber immer besser als diese Wurfdolche. Das ist nicht so meins. Auch wenn ich damit werfen darf. So, einmal in den Keller. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Ja, dann muss ich leider wirklich nochmal zurücklatschen. Zu Denalan. Das ist echt nicht nett, Leute. Und glaubt mir, ich muss das leider außerhalb der Aufnahme machen. Die paar Erfahrungspunkte, da verpasst ihr wirklich nichts. Hallo? Aber da warte ich, bis mein Ruhestein wieder da ist. So, ich bekomme jetzt die Klinge der Geschicklichkeit. Die Göttin schütze euch. Kein Folgequest? Das ist ja gemein. Okay, ich bekomme kein Folgequest. Aber gut, das mag ja später dann noch irgendwie der Fall sein. Ja, dann gehe ich mal wieder ans Tageslicht. Sonst sieht man so wenig. Ich habe jetzt zwei geile Dolche hier an meinen Hüften hängen. Und ich finde den ich jetzt in der rechten Hand habe, den finde ich echt stylisch. Die Dolchart mag ich total. So, dann mal raus. Hier an der Klave des Szenarios. Hier unsere beiden geilen Dolche und den hier auf der Seite, den mag ich total. Das sieht geil aus, das Design. Ja, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Dann bereitet euch darauf vor, dass die nächste Folge sehr wahrscheinlich die letzte sein wird. Ich werde vor der Aufnahme der nächsten Folge ja nochmal zu Denalan zurück müssen. Ja, diese Tumor-Quest abgeben. Sollte es ein Folge-Quest geben, werde ich davon euch natürlich berichten. Ansonsten heißt es dann, wir verlassen Teldrassil und gehen rüber zur Dunkelküste und gucken dann mal, was uns dort alles so erwarten würde. Ja, das Ganze aber dann beim nächsten Mal und dann wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Euer Ehre.